Heute kümmern wir uns mal um Dauerluftfilter. Ihr kennt das ja, wer schon ein bisschen länger fährt, hat bestimmt schon mal Luftfilter gewechselt. Normalerweise ist das ein Wegwerfteil und wird durch neues ersetzt. Von K&N gibt es aber auch Dauerluftfilter, die eigentlich ewig halten. Sind in der Anschaffung teurer, aber wer viel fährt, der weiß, dass sich das lohnt. Bei unserer KTM ist es relativ einfach. Hier bei unserer 690er Sitzbank hoch, vom Luftfilterkasten den Deckel ab und dann schon ist man dran. Das ist bei anderen Mopeds teilweise deutlich schwieriger. Aber wir machen es uns heute mal leicht. So. Hier seht ihr, ist ein ziemlich verdreckter Luftfilter. Aber das ist eben einer von K&N. Und den reinigen wir gleich mal. Und K&N hat uns noch was zur Verfügung gestellt, um euch mal was zu demonstrieren. Das machen die auch auf Messen oder in irgendwelchen Shops. Gucken wir uns mal an. So. Hier ein Wahnsinnsgerät, der K&N Blasemichel. Was kann der? Hier ist ein Ventilator drin. So, wenn wir den jetzt einschalten. Hui! Ja, ein Tischtennisball, der ja nach oben weg will, weil hier die ganze Luft reinkommt. Das hier ist so ein Standardluftfilter, also einer, der nach Gebrauch einfach entsorgt wird. Und wenn ich den jetzt hier, wie beim Moped, in seine Halterung, sag ich mal, setze, da kommt noch Luft durch, aber eben, ihr habt gesehen, der Ball, wenn ich aufgepasst habe, der Ball stürzt ab, weil einfach die Luftmenge nicht mehr groß genug ist, um ihn oben zu halten. So, er ist das gleiche von K&N, diese ich halte ewig Luftfilter. Doch ein Unterschied, ne? Also ist mehr Luftdurchsatz da. Wenn ihr gleichzeitig zu diesem Luftfilter auch noch eine Sportauspuffanlage, die mehr Durchsatz hat, habt am Moped, müsst ihr entweder mal auf die Bedüsung achten, wenn ihr Vergaser habt, oder lasst euch ein Mapping anpassen bei Einspritzern. Heißer Tipp. Noch ergänzend dazu, mehr Luftdurchsatz heißt natürlich auch unter Umständen etwas mageres Gemisch. Das kann die Einspritzung, wenn ihr eine habt, aber locker regeln. Die hat ja ihre Sensoren dafür. Und eben der Unterschied, was ich eben vergessen habe zu sagen, so ist natürlich der meiste Luftdurchsatz, aber so wird auch nichts gereinigt. Ja. Das nochmal dazu. Übrigens sagt K&N, dass diese Filter nur alle 50.000 bis 80.000 Kilometer gereinigt werden müssen. Ist natürlich abhängig davon, fahre ich nur auf der Straße oder fahre ich durch die Kieskuhle, haben wir Staub, nimmst du bei Paris-Dakar teil, das macht das schon so ein bisschen abhängig. Aber bei normaler Straßennutzung 50.000 bis 80.000 ist natürlich ein wahnsinnig langer Intervall im Gegensatz zu den Papierluftfiltern. Aber wie kriegen wir das jetzt wieder sauber? K&N hat dafür natürlich, logisch, ein Reinigungsset. Nämlich einmal den Saubermacher, den Reiniger. Und hinterher, das ist die Besonderheit bei diesen Luftfiltern, die müssen wieder eingeölt werden. Deswegen ist hier einmal ein Reiniger und einmal ein Ölspray drin. Wofür ist das Öl? Das ist ganz einfach dazu da, wenn wir jetzt nur das Baumwollgittergeflecht hätten, dann haftet der Schmutz nicht so gut. Mhm. Ja, und es schützt natürlich auch das Gewebe. Und deswegen, ums Öl kommen wir nicht drum rum. Das muss eben nach dem Reinigen wieder drauf. Aber es ist ja eh ein Kit. So, und dann wollen wir mal gucken, ob wir den sauber kriegen. Der Reiniger, ein jener hier, wird auf die dreckige Seite aufgesprüht. Ja, man könnte ja meinen, also wenn man die ausbläst, ja, und das macht sie auch immer ganz gut, erstmal so den gröbsten Krüsselkröpp, ne, die Hummeln und Wespen, was da so alles so drin ist, Mäuse, genau, Hamster, dass man das erstmal abklopft. Und ich hätte jetzt persönlich, ich hätte angenommen, dass man den Reiniger von der Rückseite, von der sauberen Seite, aufträgt, damit er nach unten durchläuft und den Dreck auch in die Richtung wieder ausschwemmt, aus der er gekommen ist. Aber nein, der Reiniger kommt erstmal auf die Oberseite und das werde ich jetzt erstmal machen. Und dann muss das Ganze ungefähr 10 Minuten einwirken und danach wird es, Achtung, mit Wasser ausgespült und dann allerdings in der Richtung von sauber zu dreckig. Ich versuche auch so ein bisschen in alle Richtungen mal so einzusprühen, damit man auch gut zwischen die Lamellen kommt.
So, jetzt gehe ich einen Kaffee trinken. Irgendwann später. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. So, jetzt wir haben ja auch Spezialausstattung hier, ne, in unserem uralten Speichergebäude. Wir haben hier so ein Handwaschbecken und es heißt ja eben, man soll jetzt nicht von der dreckigen Seite, sondern mit dem Wasser von der sauberen Seite. Woher? Ja. Guck mal, was da schon passiert. Ich bin gespannt. Seht ihr das? Dass das dann so rauskommt? So, und je nachdem, wie dreckig das denn war, kann man das Ganze auch nochmal wiederholen. Ja, weil ihr macht das so lange, bis nur noch klares Wasser auf der Unterseite rauskommt, weil dann ist kein Dreck mehr drin. Also ich kriege hier immer noch ein bisschen mehr raus. So, das ist also die saubere Seite, wie ihr wisst. Und jetzt gucken wir uns mal die, was eben noch richtig verdreckt war. Also ich würde glatt, also ich habe heute ja Zeit, ich sehe da noch so ein paar dunkle Bereiche. Ich mache das Ganze nochmal so lange, bis halt alles hübsch ist. So, ich habe den jetzt noch ein zweites Mal eingesaugt, weil ich mir eventuell davon verspreche, dass man das noch hier im mittleren Bereich, da ist, weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, ich sehe da irgendwie noch Dreck. Und, haha, da ist auch noch was zwischen. Das ist natürlich auch die Ölrückstände, ne, dieses Roséfarbene, aber ist auch noch Dreck. Also, das hat sich schon mal gelohnt. Jo, ist noch ein bisschen dagger geworden. Ja. So, jetzt kommt ein kleiner Wermutstropfen, denn von so einem K&N Dauerluftfilter, die Reinigung ist nichts für Eilige. Denn jetzt, wo wir das Ding schön sauber gewaschen haben, muss er 4 Stunden mindestens durchtrocknen. Kommt bitte nicht auf die Idee, haut damit Pressluft durch oder sonstigen, weil die Baumwolle, die in dem Metallgewebe eingelagert ist, die ist in einer ganz bestimmten Struktur in 4 Lagen übereinander gepackt. Wenn der jetzt mit der Düse kommt, dann bringt ja da drin alles durcheinander und das Zeug funktioniert nicht mehr anständig. Deswegen 4 Stunden mindestens warten, am besten über Nacht. Dann morgen. So, wir können weitermachen. Unser Luftfilter ist trocken. Jetzt kommt es, ne, das gute Öl, dieses, was diese roséfarbene Geschichte ausmacht. Ich schüttel das einfach mal. Ich weiß gar nicht, ob es notwendig ist, aber bis ich sowas hier alles durchgelesen habe und gefunden habe, ob man schütteln muss oder nicht, habe ich schon längst geschüttelt. So, jetzt ist der Knusus Knactus. Jaucht das Ding nicht wie ein Irrer ein, sondern ihr tragt das ja mit der Sprühdose auf und dann wird es erstmal nicht überall gleich die Farbe haben, aber dann geht ihr Kaffee trinken kurz oder noch nicht mal, denn durch die Kapillarwirkung saugt sich die Baumwolle wieder voll und nimmt alles an, was da drauf gesprüht wurde. Und wenn ihr dann noch nicht kein ganz gleichmäßiges Bild habt, macht das nochmal. Aber lieber 3-mal hauchdünn, als 1-mal so einsoddern, dass das Ding dicht ist. Weil das soll es ja auch nicht sein. Passt auf, dass ihr nicht so wie ich hier eben so voll auf den Gummi rennt. Das müsst ihr nachher eh wieder abwischen. Das kann man besser machen. Reicht schon. So, und jetzt seht ihr, das ist scheckig, fleckig. Ich hoffe, man kann das erkennen. Und so, ich nehme erstmal noch einen Kaffee. Später. So, wir haben das Ganze jetzt ein bisschen sich verteilen lassen. Und ihr seht, das ist durchaus gleichmäßig wieder geworden. Das zieht sich aber noch ein bisschen weiter. Die Farbe von so einem neuen, ja, wie der hier, das wird nicht mehr hinhauen, weil natürlich hier ist weiße Baumwolle unter dem roséfarbenen Öl. Und dies ist ja wie ein T-Shirt, ein weißes, was schon 20 Mal schwarz war. Das hat Clementine vielleicht mal irgendwann noch wieder ganz weiß bekommen, aber das bleibt so ein bisschen grau. Also erschreckt euch nicht, wenn ihr den Ton nicht ganz wieder hinkriegt. Jetzt will ich also noch alles, was übrig ist, wo ich daneben gehauen habe, das wische ich jetzt ab.
So, jetzt kann ich den wieder einbauen und ich habe wieder 50.000 bis 80.000 Kilometer Ruhe. Tschüss.